Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Armored Warfare. Und hier sind wir in der Tierstufe 2 angelangt mit dem LAV 150 Light Armored Vehicle. Und auch die Kanone ist, so wie wir sie vom M113 kennen, etwas schnellschießendes. Wir sehen auch hier das Ganze abgegradet. Mehr geht da einfach nicht. Und sehen auch dementsprechend hier die Granatentypen, HE gibt's und AP. Aktuell und soweit es geplant ist, glaube ich, gibt es auch keine Premium-Munition. Also, von dem her könnt ihr euch darauf freuen und wir hoffen, dass auch das Matchmaking und das Battle schön wird. Deswegen sehen wir uns jetzt im Spiel gleich. So, da haben wir ein schönes Matchmaking gefunden, in dem wir auch Top-Tier sind. Da gibt es keine Penetrationsprobleme, weil da kommen wir bei den LAV gut durch, bei dem Scorpion PT-76 und M113. Das ist alles gut und da freut sich die Kanone. Oh, ich mag diesen Sound sehr, sehr gern. This game have beaten what? Naja, das glaube ich selber noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es auf einem vernünftigen Weg, dem Spiel oder WOT ein bisschen Kopfschmerzen zu bereiten. Und das ist ja schon mal allerhand, weil wir wissen, und da ist WOT auch noch weit vorne, die Mechanik, das Grundprinzip von WOT ist sensationell und da haben sie auch schon lange Erfahrungen gehabt, die sie jetzt natürlich dementsprechend auskosten. Aber auf jeden Fall haben sie eine Konkurrenz dazu gewonnen, weil sofern ich so oder so wenig ich Warfounder als Konkurrenz immer gesehen habe, so sehr sehe ich es dann doch hier. Außer so, Gott, Gott, springt der hart. Ein kleiner Geißbock. So, der Scorpion und da der M113, die sich da hier verschanzen. Kommt der M113 jetzt auf mich drauf? Da kommen einige maßen viele. Identify. Hostile PC. So, jetzt hier auf jeden Fall nicht zu riskant und nicht zu aggressiv spielen. Was schön ist, man muss hier wirklich das Ding noch selber manövrieren. Jetzt hinterfahren die Jungs. Sehr clever. So, schnell ein Reload, bevor er wieder sich anders orientiert. So, jetzt kommen sie aber ganz schön hart. Oh, da haben sie mich gut rausgenommen. Haben sie jetzt schön im Verbund gespielt. Schade, dass dieser LAV jetzt etwas zu spät für meine Hilfe kommt. Den hätte ich früher gebraucht, aber sei es drum. Schnelles Ende. Wir schauen uns einfach noch ein bisschen was an. Und ich würde sagen, wir halten einfach noch eine zweite Runde danach dran. Der ist aber auch aggressiv hier, der andere. Der Metzger, der macht seinen Namen aller Ehren wert. Der ist aber nun tot. Muss er aufpassen. Ja, das passiert da sehr, sehr gerne. Hat jetzt hier auch einen Platten. Wo hat er denn den? Einer der Reifen ist kaputt. Okay, jetzt ist spätestens alles kaputt. Ah, da vorne. Der war kaputt. Sieht dann so aus. Damit ist man dann etwas schlechter manövrierfähig. Ja, da sind wir pünktlich zum Killshot vom Scorpion gekommen.
der dann über eine normale, richtige Kanone verfügt und nicht über sowas, was wir da in den anderen M113 und dem LAV haben. So, droppt hier mal runter. Finde ich auch übrigens einen gelungenen Panzer. Um das mal so zu sagen. Deswegen bleibe ich jetzt auf dem drauf, weil den habe ich noch nicht. Den kann ich euch selber gar nicht zeigen. Deswegen wird sozusagen ein LAV-Video, Scorpion-Video. Aktuell 10 zu 9. Das könnte noch klappen. Oh, jetzt kriegt aber ganz schön eingeheizt. Zieht sich hier zurück. 11 zu 9. Ah, schade. Verschießt er. Der LAV scheint jetzt Richtung Cap zu fahren. 12 zu 9. Also langsam läuft es auf jeden Fall für uns. Hier hat er jetzt ein Wehr. Genau, das muss er links umschiffen. So, wo ist denn der Gegner, der hier vorher war? Da ist er, der Skorpion. Den jagt er jetzt richtig. Oh ja, das war ein schöner Killshot. So, da ist der eine schon am Cap, so wie es zu erwarten war. Wir springen mal hier durch und sehen hier den Skorpion zu. Ja, da hat er ihn zurückgesetzt und auch nochmal ordentlich beschädigt. Jetzt kommt hier ein paar Schüsse, aber das ist dann doch eher Makulatur. Und jetzt ist noch ein einziger LAV irgendwo am Leben. Jetzt haben sich alle natürlich auf den gestürzt. So. Und da gab es das kleine Probleme des Sounds, wie, was ihr gerade gehört habt, dieses Stottern. Das ist auch noch ein Fehler in dieser Alpha-Beta. Also meines Erachtens offiziell hat es noch keinen Beta-Status, auch keinen Closed-Beta-Status, aber hat natürlich Closed-Beta-Charakter, deswegen sage ich mal Alpha-Beta. Und ja, natürlich wird auch dieses auf jeden Fall noch behoben, denke ich mal. Jetzt die Frage, gehen sie jetzt den suchen oder werden sie cappen? Da ist er doch. So, da schauen wir uns den Skorpion jetzt mal fast an. Der ist nämlich jetzt am nächsten dran. Jetzt hat er nur noch 90 Struktur, also der hat auch nicht mehr viel. Der dürfte jetzt gleich weg sein. So, und zack. Schöner Jump. Von rechts hoch. Genau. Ah, und da macht er ihn weg. Sehr schön. Wir schauen uns das Resultat natürlich sofort an und danach gibt es direkt auch nach dem Resultat eine zweite Runde, wie versprochen. Auf jeden Fall ist schon mal ein Sieg eine schöne Grundbasis, mit der man arbeiten kann.
Der Ladescreen ist immer bei mir auch aufgrund der Aufnahme ein bisschen länger. So, da guckt man doch mal an. Meine Performance wird nochmal hier dargestellt, aber in der Team-Performance sieht man es ein bisschen besser. Man sieht, ich bin im Schaden auf Platz 4 und in den XP auf Platz 5 gekommen. Das ist doch eine ordentliche Basis dafür, dass ich nur gefühlt 3 Minuten gelebt habe. So, aber hier nicht zu lange rumtun. Wir sehen uns im nächsten Battle. Nochmal Cold Strike als Karte. Vielleicht kann ich es diesmal besser machen. Ich hoffe doch sehr. Die Karte, wie gesagt, gefällt mir aber sehr gut. Wieder den unteren Spawn. Und ich will noch mal ein bisschen jetzt noch gezielter auf das System eingehen des Reifens. Weil es ist so, bei Panzern ganz klassisch, sobald ich D drücke oder A, dann dreht er. Hier ist es so, er dreht die Reifen, mehr aber auch nicht. Das heißt, die Bewegung selber führt ihr aus. Also wenn ich auch irgendwo mich rausmanövrieren muss, dann muss ich ganz klassisch aus- und einparken sozusagen. Das kann für den einen oder anderen dann doch wieder den einen oder die andere, sagen wir es mal so, ein kleines Hindernis bedeuten. Wow. Ganz steiler Abhang. Aber das geht wunderbar. Was es noch nicht gibt, ist ein Wheelspin. Ja, man hat gesehen, die Räder blockieren zwar, aber sie drehen jetzt nicht krass durch. Könnte mir aber vorstellen, weil die Engine dürfte es hergeben sogar, dass sowas auch noch kommen wird. Mal schauen, wer da zuerst sein wird, ob das World of Tanks mit den Physics sein wird. Auch die werden ja da getestet, ist ja mittlerweile auch weitestgehend bekannt. Oder ob der Armored Warfare direkt zuschlägt. Leider im Reload. Aber der hat doch gut eingesteckt. Wir allerdings auch. Deswegen lasse ich da mal wieder ein bisschen mehr das Team arbeiten. Die Gegner stehen oben, haben da den Hügel für sich unter Beschlag genommen. Diese zentrale erhöhte Position im Spiel. Auf den ist kein draufkommen. Mein Ziel hier für diese Folge oder diese Runde, so ist es richtiger, jetzt ein bisschen länger zu überleben. Muss ja nicht jetzt alles perfekt sein, aber einfach nur ein bisschen länger überleben wäre schon schön. Da der PT-76. Und da der Scorpion, das ist dann doch der Kill. Steht mittlerweile 7 zu 1. Etwas einseitig hier gerade. So, der PT-76 hat uns da etwas eingeschenkt. Auf den lassen wir jetzt auf keinen Shootout ein. Oh Gott, der Scorpion ist aber natürlich auch noch da. Schade, schade. Da haben wir uns beide gleichzeitig rausgenommen. Austria Thunder und ich. 2 Kills gab es an der Zahl. Auch hier jetzt keine lange Runde, leider. Aber ich glaube, gut genug, um den Panzer zu attestieren und mal ein Grundresümee auszugeben, dass er sehr viel Spaß machen kann. Und die Kanone auch durchaus brauchbar ist. Solange man nicht auf einmal einen Scorpion hinter sich hat. Mit einer noch dickeren Kanone. Jetzt beginnen sie hier schon den Cap.
schauen wir noch mal zur Action vom PT-76. Könnt ihr eigentlich was rausnehmen? Ja, da hat er den ersten raus. Und jetzt nimmt er vielleicht gleich noch den nächsten. Oh, der wurde schon direkt rausgenommen. Von dem M113. So. Hier, jetzt ist er ein bisschen unglücklich. Gegen den LRV. Der tritt die Flucht an. Und da ist der zweite. Das sind die letzten beiden verbliebenen Gegner. So. Der PT-76 hat ihn rausgenommen und der andere ist... Ah, es wurde gecapped. Von dem her deswegen das Ende dieser Runde. Und auch da habe ich mich, glaube ich, selber ganz beachtlich schlagen können mit den 2 Kills. Austria Thunder an dieser Stelle. Schade, dass ich dich nicht früher rausnehmen konnte, falls du das hörst. Ansonsten natürlich auch Glückwunsch zum Kill. Schon sehr gespannt, was das Endresultat sagt. Ob ich mich in den Top 5, ob ich mich in die Top 5 schießen konnte oder nicht. Man sieht hier meine Performance mit den angerichteten Schaden an jedem einzelnen Panzer. Aber in der Team-Performance sieht man, ich bin auf Platz 2 im Schaden und auf Platz 3 in den XP. Also kann ich nicht so viel schlecht gemacht haben. Ja, dann auch das war's für diese Ausgabe von Armored Warfare. Ich hoffe, euch hat's gefallen und der LAV 150 ebenfalls. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.